Jugend stärken mit der A2 Lemonade Stand Challenge. Ein Verkaufserlebnis mit der Klasse. Willkommen bei Jugend stärken. Bei der Lemonade Stand Challenge dreht sich alles ums Verkaufen. Ihr bestimmt, wo ihr euren Verkaufsstand aufstellt und ihr entscheidet, was ihr dort verkauft. Das Wichtigste zuerst. Wofür wollt ihr euer selbstverdientes Geld ausgeben? Braucht ihr es für eine Abschlussreise? Oder wollt ihr ein Projekt unterstützen, das euch am Herzen liegt? Mit eurem Ziel vor Augen kann es losgehen. Wann und wo könnt ihr etwas verkaufen? Beim Schulfest? Bei einem Flohmarkt? Wer wird dort einkaufen? Eltern, MitschülerInnen oder Menschen, die zufällig vorbeikommen? Wofür würden diese Menschen Geld ausgeben? Findet mit der Design Thinking Methode heraus, was sie brauchen könnten. Ein Kochbuch mit Rezepten aus aller Welt? Eine Zeitung mit nur guten Nachrichten? Oder freuen sie sich, wenn ihr ihr Fahrrad repariert oder für sie tanzt? Welche Idee verspricht den größten Verkaufserfolg? Ein kreatives Produkt oder eine originelle Dienstleistung? Wenn ihr das wisst, könnt ihr starten. Plant gemeinsam, wer welche Aufgaben übernimmt und wie ihr dabei eure Stärken am besten einsetzt. Recherchiert, wie viel Geld ihr für Materialien ausgeben müsst. Und berechnet, wie hoch der Verkaufspreis sein muss, damit euch ein Gewinn bleibt. Vergesst dabei nicht auf eure Arbeitszeit. Wie könnt ihr euren Verkaufsstand so einladend gestalten, dass möglichst viele KundInnen auf euch aufmerksam werden? Findet in Rollenspielen heraus, wie ihr ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen könnt. Probiert es aus. Genießt das gemeinsame Verkaufserlebnis und feiert euren Erfolg. Die A2 Lemonade Stand Challenge ist Teil des ganzheitlichen Lernprogramms Jugend stärken und ist in Band 3 der Reihe Jugend stärken erschienen.